Um so weit zu kommen, musst du erstmal irre viel Leistung bringen und richtig rankeulen. Und das schaffen die meisten jungen Menschen nicht, beziehungsweise die kommen im Grunde mit der Einstellung in den Betrieb, sie möchten Tim Mälzer werden und haben nicht begriffen, dass sie erstmal Koch werden müssen. Willkommen bei Queraussteiger, ein Podcast von André Hennen, das bin ich, und German Wahnsinn, mit dem produziere ich das hier. Ich spreche hier mit spannenden Menschen, die ihre Idee umgesetzt haben, die ihr Café eröffnet, ihr Buch geschrieben oder einen ganz neuen Beruf begonnen haben. Kurz, Menschen, die heute etwas ganz anderes machen, als sie früher gemacht haben. Ich will wissen, warum sie das gemacht haben und vor allem wie. Wie fängt man an, was war super und was sollte man besser vermeiden? Los geht's mit einem ehemaligen Koch, der heute Blogger, Kochbuchautor und Romanautor ist. Queraussteiger Stefan Paul. Heute ein Queraussteiger hier, Stefan Paul. Das ist auch so ein völlig verwirrender Lebenslauf, weil auch so mehrfacher Queraussteiger, könnte man sagen. Ursprünglich, also widerspricht mir, wenn ich was vergessen habe, aber das war ursprünglich mal Koch gelernt. Ganz genau. Dann Fotograf und Foodstylist. Foodstylist, also Fotograf war ich nie. Dann, das sieht halt immer so aus, deswegen kommt das so nebenbei. Dann Blogger erfolgreicher, dann Kochbuchautor, dann Romanautor. Ja. Und du bezeichnest dich selbst als Kulinariker. Ne? Ja, genau, um dem allem irgendwie einen Rahmen zu geben, weil ich heute auch als Foodjournalist arbeite. Und diese ganzen Sachen firmieren dann unter dem Begriff. Ja, ist, glaube ich, ganz nämlich Kulinariker. Die Leute lieben Schubladen, das ist, glaube ich, total praktisch. Ja, genau. Genau, erklär doch mal einfach, geh doch einfach mal durch, weil ich, was hast du nach der Schule gemacht, vielleicht so chronologisch, wie ist das alles passiert? Ich glaube, ich muss in der Schule anfangen, weil da beginnt eigentlich alles. Meine Misere war, ich hatte eine Mathe-Schwäche. Also die hatte ich nicht nur, die habe ich heute noch, eine Mathe-Schwäche. Und das ist sehr hinderlich, wenn du auf dem Gymnasium bist. Dann hast du nämlich auch in Physik und Chemie, brauchst du auch Mathe. Ja. Oder zumindest ein logisches Verständnis. Ich war kein schlechter Schüler, aber ich war ständig versetzungsgefährdet. Und meine ganze Schulzeit war eine einzige Qual. Für mich, für meine Lehrer, für die Eltern. Und ich bin sitzen geblieben in der 7. Klasse das erste Mal. Das zweite Mal in der 11. und da haben wir dann auch gesagt, es reicht. Also da gibt es dieses legendäre Abendessen, wo mein Vater am Tisch fragte, was interessiert dich eigentlich noch, außer Rauchen und Mädchen? Und er musste sich damals tatsächlich gar nicht lang überlegen und sagte, kochen. Und das kommt daher, dass bei uns immer wahnsinnig gut gekocht wurde. Kochen war immer ein Thema bei Tisch. Alle haben von früh auf mitgesprochen, mitgekochen, mitmachen dürfen. Also ich bin da wirklich in so einem wahnsinnigen Kitsch-Vorbildhaushalt aufgewachsen. Wir hatten auch Phasen, eine Grünkernphase, eine Vollwertphase. Grünkernphase? Ja, alles ganz da schlimm. Da wächst man sehr behütet auf. Genau, genau. In Familien die Grünkernphase. Genau. Das ist sehr gut. Wir haben uns dann Chips geholt nach dem Essen am Kiosk. Und insofern lag das nahe, eine Kochlehre zu machen. Meine Eltern waren natürlich nicht begeistert. Aber ich war sehr begeistert. Ich weiß noch ganz genau, dieser erste Abend in der Küche, der Service geht, kommt zur Ruhe. Wir gehen runter in die Umkleide und ich wusste, ich war durchströmt von dem Gefühl, das ist es. Ich habe was gefunden, was mir wirklich Freude macht und was mir Spaß macht. Hast du dich dann so ganz klassisch beworben? Also so hier Kochausbildung, irgendwo Restaurant geguckt? Und dann? Ja, ganz dann genau. Also ich wollte auch unbedingt weg von meinen Eltern und habe mich überall hin beworben. Und Mein Pech und wie sich später herausstellte, mein großes Glück war, dass einer der größten Köche dieser Zeit, wir sprechen vom Ende der 80er Jahre, Albert Boulet, der hatte eben sein Restaurant in meiner Heimatstadt Ravensburg und es waren 3 Gehminuten vom Elternhaus entfernt. Und Albert Boulet war und ist bis heute ein Pionier insofern, dass er die euroasiatische Küche nach Deutschland gebracht hat. Also er war einer der ersten Menschen zusammen mit André Jäger von der Fischerzunft Schaffhausen. Die beiden waren die ersten, die Nouvelle Cuisine verbunden haben mit asiatischen Ansätzen, viel aus der japanischen Küche. Meine Lehre habe ich 88 begonnen und ich habe schon damals irgendwie mit Wasabi gekocht, mit Miso, mit Sojasoßen, was heute jeder Hobbykoch zu Hause stehen hat. Damals war das ein absolutes Novum. Ah, okay. Ja. Und wie war die Ausbildung?
großartig. Albert Bulli war ein intellektueller Künstler. Ich verdanke ihm wahnsinnig viel. Er geistert auch heute noch durch meine Literatur, durch meine Kochbücher. Also alles, was ich vom Kochen weiß, fängt da an. Und ich hatte das Glück, mit diesem wunderbaren Mann zu arbeiten, der leider vor ein paar Jahren viel zu früh verstorben ist. Und ich verdanke ihm viel. Er hat uns gefordert und gefördert gleichermaßen. Und er war halt so ein absoluter Künstler. Für ihn war Kochen eine Frage des persönlichen Stils. Und das habe ich immer behalten und das habe ich verinnerlicht. Und umso größer war die Überraschung, als dann meine Lehr- und Wanderjahre begannen und ich plötzlich merkte, oh, Küche kann auch rumschreien, Gewalt, Fäkalsprache, Schweiß und Tränen sein. Und das habe ich dann noch ein paar Jahre mitgemacht. Und dann kam der erste biografische Break im Grunde genommen. Achso, wegen, also war es dann, also nach der, da in der Ausbildung war alles klasse und toll. Danach irgendwo. Und danach wurde es schwierig. So. Ich war dann noch bei ein paar anderen Sterneköchen. Ich habe in Berlin gearbeitet, 4 Jahre lang, unter anderem bei Franz Ranneburger im Bamberger Reiter. Und das war eine schwierige Zeit und schwierige Leute. Und da reifte dann der Entschluss, was anderes zu machen. Und das war so der erste Break. Ich bin dann. Habe ich mich beworben an der Hotelfachschule Heidelberg und wollte BWL studieren. Also Betriebswirtschaftslehre, wir erinnern uns, ich habe eine Mathe-Schwäche. Ne? Ja, also durchdacht genial. War das. Durchdacht war das nicht. Es war einfach so mein einziger Weg raus, den ich in dem Moment sah. Und da gab es 7 Monate Wartezeit auf den Studienplatz. Und diese 7 Monate habe ich genutzt und bin nach Hamburg und habe bei Essen und Trinken angefangen, als Praktikant in der Versuchsküche. Und das war ein großes Lebensglück für mich, ein zweites Mal, weil ich da all das, was ich heute mache als Foodjournalist auch, da habe ich das Rüstzeug dafür gelernt. Ich habe gelernt, wie Redaktion geht. Ich hatte immer schon ein Talent für Schreiben. Und das führte dann zum nächsten Knackpunkt. Man hat mich nicht schreiben lassen. Es hieß immer, der Schuster bleibt bei seinen Leisten, der Koch bei seinem Löffel. Also ich habe in der Versuchsküche im Grunde Rezepte entwickelt, die dann in der Zeitschrift landeten. Ich habe ganz tolle Pressereisen gemacht. Damals war noch Geld da. Die Oldies hatten alle schon keinen Bock mehr. Also haben sie uns geschickt, die Jugend. Und ich habe die ganze Welt gesehen in den 5 Jahren, die ich da gearbeitet habe. Das war großartig. Vorher war ich ja nur in der Schule und in der Küche gewesen. Darum war das eine ganz wichtige Zeit. Aber da habe ich dann nach 5 Jahren mein Geraffel gepackt und mich selbstständig gemacht. Weil ich eben irgendwie noch was vorhatte. Und mein Kündigungsgespräch bei Gruner ging so, ich bin zu Angelika Jahr hoch, die große Verlegerpersönlichkeit, unter der ich noch das wirkliche Vergnügen hatte zu arbeiten. Ich bin rein bei ihr, wusste nicht, wie ich anfangen soll. Und sie begrüßte mich mit den Worten, Herr Paul, setzen Sie sich, Sie wollen gehen, nicht wahr? Ich war völlig baff. Mhm. Ich sag, wie kommen Sie drauf? Ach ja, war mir schon so ein bisschen klar, dass Sie nicht bei uns in Rente gehen. Ja. Und das war 2000. Also Sie waren nicht böse dann? Überhaupt nicht. Gar nicht, ne? Das sind gute Chefs, die wissen sowas und lassen dann, Reisende soll man nicht aufhalten. Ne? Ja, und sie hat vor allen Dingen gesagt, ich lasse Sie ziehen, aber nur, wenn Sie im nächsten Heft diese und diese und diese Strecke für uns machen. Ah, geil. Also ich hatte das große Glück, das so sofort Jobs zu haben in meiner Selbstständigkeit. Ja. Ah, das ist großartig. Aber um nochmal, ich würde nochmal an den Anfang zu gehen, sonst springen wir so wahnsinnig viel. In der Ausbildung, ja. Wie angenommen, ich überlege jetzt, weil das ist ja so diese Podcast-Format, gehe ich mal davon aus, dass so viele auch bei der Orientierung so ein bisschen hören. Mhm. Wie muss man sich die Kochausbildung vorstellen? Also jetzt, ich sage jetzt mal die normale Kochausbildung und jetzt nicht die 3-Sterne-Deluxe-Kochausbildung, sondern so, wie ist das normalerweise? Also ich bin sowieso dafür, dass man keine 3-Sterne-Deluxe-Ausbildung macht, sondern erstmal in einem Betrieb vielleicht anfängt, der einem möglichst viel bietet. Das sprich vom Catering über die Sonnenterrasse bis hin zum Tagesgeschäft, vielleicht Hotelgäste, ein kleines Feinschmecker-Department, das sind Betriebe, wo man am meisten mitkriegt, wo man am meisten lernt in diesen 3 Jahren. Und die Ausbildung hat sich sehr geändert. Also dieser Krieg in der Küche, wie wir ihn in Ende der 80er und noch bis in die 90er hinein hatten, den gibt es heute nicht mehr. Wie war der? Also, es war halt einfach
Du musst dir das vorstellen, da sind 17 testosterongebeutelte Jungmänner in Brusthitze. Wir haben es mal gemessen, hast du während dem Service permanent 60 Grad. Du gibst also Vollgas und Höchstleistung in einer Sauna. Da kochen die Emotionen schon mal gerne über. Heute ist das alles ein bisschen friedlicher. Heute haben auch Küchenchefs, moderne Küchenchefs, junge Küchenchefs auch verstanden, dass Kochen Teamarbeit ist. Und nicht zuletzt kommt da eine Generation, die schon beim Einstellungsgespräch sagt, also für uns war das völlig klar, dass wir jeden Tag 14 Stunden mindestens da sind. Ja. Und dass wir 1,5 Tage frei haben, von dem wir den halben Tag schon nicht mehr genommen haben, damit wir unser Mise en Place fertig haben, bis der Service losgeht. Mise en was? Mise en Place, die Vorbereitungen, die du machst, um, wenn die Gäste kommen, damit dann alles schnell geht. Ah. So, also hatten wir einen Tag Urlaub oder einen Tag Freizeit und ansonsten 6 Tage die Woche 14 bis 16 Stunden. Heute erscheint mir das auch wie ein Wahnsinn. Damals habe ich das nicht gemerkt. Und die Generation heute, die kommt rein ins Restaurant. Ich spreche als Journalist viel mit Köchen, die erzählen mir das auch. Die kommen rein und sagen, ja, wie viel Freizeit habe ich? Was verdiene ich? Ist der Urlaub geregelt? Work-Life-Balance, ganz klar. Das Gesetz ist auch schärfer geworden. Also du darfst die jungen Leute eigentlich gar nicht mehr Überstunden machen lassen. Und ja, so ist das heute. Aber es ist interessant, dass das eine Zeitsache ist und nicht so sehr eine Branchensache. Weil in der Werbung war das ja zum Beispiel ganz genauso. Ja. Also das ist ja die Agentur, genau dieses Gespräch hätte auch so in Werbeagenturen stattfinden können, ist heute auch so. Ja. Ist ja lustig. Das ist ja interessant, dass es so eine Zeit einfach auch es gibt. Und ich bin aber gar nicht unglücklich über die Verschiebung, weil wir haben wahnsinnigen Nachwuchskräftemangel. Und das liegt an diesen wahnsinnigen Arbeitszeiten und dem wenigen Verdienst. Ja. Und wenn sich da ein bisschen was tut, ist es sicher nicht schlecht als Zukunftsmodell. Ist aber seltsam, ne? Weil es gibt ja in den letzten 10 Jahren, kann ich mich ja als jemand, der mit Gastro nichts zu tun hat, also ich glaube, keine Branche promotet sich besser als Gastro. Weil also mit Chef's Table und Johann Lafer und dir und was ist so diese. Also es gefühlt hat das ja eine PR-Wirkung, diese Branche. Diese Branche macht ja so viel richtig, da kommt ja keine andere Branche fast hinterher. Und dann wundere ich mich, dass es da Nachwuchsmangel gibt, um ehrlich zu sein. Ja, das Problem ist, dass eben das, wovon du sprichst, dieser Glanz nach außen, die Coolness, auch der Punkrock, der sich da irgendwie in den letzten Jahren mit den tätowierten Köchen in schwarzen Kochjacken so ein bisschen breit gemacht hat, dieses coole Image des Super-Top-Checkers, das ist ganz nett. Aber um so weit zu kommen, musst du erstmal irre viel Leistung bringen und richtig rankeulen. Und das schaffen die meisten jungen Menschen nicht, beziehungsweise die kommen im Grunde mit der Einstellung in den Betrieb, sie möchten Tim Melzer werden und haben nicht begriffen, dass sie erstmal Koch werden müssen. Wie unterscheidet sich das? Also was sie wollen ist Prominenz und das Coole und dieses tolle Leben. Und was sie nicht verstehen, ist, dass dahinter ein Berg von Arbeit steht. Was ist da wichtig zum Beispiel? Also ich jetzt als Laie, was ist zum Beispiel etwas, wenn ich jetzt so naiv, ich will jetzt Tim Melzer werden, da rangehe und was ist was Elementares, was mir dann an Wissen fehlt, wenn ich das nicht habe? Also eigentlich fehlt dir alles, wenn du nicht kochen kannst. Du musst wirklich von der Pike auf kochen können, weil irgendwann... Aber es gibt ja sehr talentierte Hobbyköche, könntest du ja jetzt sagen. Das gibt es sicher, aber die werden auch nicht Tim Melzer. Also weil du musst ja irgendwie, um ein Star zu werden oder um Qualitäten zu haben, musst du ja... Das Kochen muss dir so in Fleisch und Blut übergegangen sein, dass du dich darauf nicht mehr konzentrieren musst. Du musst ja dann auch zum Entertainer werden für deine Gäste. Vielleicht dann auch, wenn du ins Fernsehen gehst, auch für eine ganze Fernsehnation. Das gelingt meines Erachtens heute den meisten, die da rumturnen, mehr oder weniger. Ich finde das gar nicht mehr so gut, diesen Zirkus. Mhm. Alles ist auf Wettbewerb und Wettkampf. So ein männliches Brumpft-Ding ist das geworden so. Und allerdings ist auch dieses, ich koche euch was vor, Kochfernsehen, macht auch keinen Sinn mehr. Was ich mir wünschen würde, dass es wieder in die Richtung geht, dass es mehr edukativ wird, dass es mehr reportagig wird, dass die Leute eben einfach auch wirklich ein bisschen was mitkriegen vom Kochen und von der Welt. Mhm. Als du dich eben, also nach der Kochausbildung hast du ja gesagt, du hast dich dann selbstständig gemacht.
Wie war das? Das war sehr aufregend. Das war mit vielen Ängsten verbunden. Ich hatte aber doch, ich wusste zu dem Zeitpunkt, was ich kann, denn ich war ein sehr guter Rezeptentwickler und Foodstylist. Ich hatte mir in der Branche einen Namen erarbeitet. Das heißt, an dem Tag, an dem ich mich selbstständig gemacht habe, wussten alle in der Branche, der Stefan ist frei, den können wir jetzt buchen. Und deswegen hatte ich eine sehr gute Ausgangslage. Damals gab es Gründerkredite. Heute auch. Ja. Ja, es gibt diesen sogar einen staatlichen Gründungszuschuss. Super. Das ist noch toller. Ich hatte einen Gründerkredit, der hat gereicht für meinen ersten Mac und einen gebrauchten feuerroten Golf Bon Jovi. Und ich habe wirklich versucht, mit der Heißluftpistole dieses Bon Jovi hinten wegzukriegen, aber es ging nicht. Und da passten halt meine Kisten rein und dann bin ich in die Fotostudios gefahren, habe da mein Essen gekocht für verschiedene Redaktionen. Später dann bin ich in die Werbung gegangen, habe Packaging Design gemacht. Also nicht ich habe das Design, sondern ich habe das Essen für die Packungen gemacht. Und das waren so die wilden Jahre, die mir am Ende des Tages dann auch meine erste Selbstständigkeit vergällt haben. Weil das ist so ein harter Job, irgendwie kochen für Plakate, für Packungen, für Werbefilme. Das macht überhaupt keinen Spaß. Du brauchst eine buddhistische Gelassenheit, um diese Dinge umzusetzen. Das sind riesige Teams, die dir erzählen, was du zu machen hast und so. Auch oft über Bande, sagt dem Koch bitte, er soll diese Kaffeebohne links oben, die muss einen Tick nach rechts. So, und da hatte ich irgendwie dann, das habe ich 10 Jahre gemacht und habe auch gutes Geld verdient in dieser Zeit. Sagt dem Koch bitte. Ja, so, doch, ganz, ganz, ganz klar. Sehr, sehr wertschätzend. Ja, ganz genau. Und das habe ich 10 Jahre gemacht und dann war ich einfach zu alt. Die Nerven lagen blank. Also ich war den Herabsetzungen von 23-jährigen Artdirektorinnen, denen hatte ich nichts mehr entgegenzusetzen. Ich wusste, diese Arbeit ist für mich beendet. Das werde ich nicht mehr weitermachen. Das ist aber auch lustig, weil das ist so ein... Ich habe das jetzt von einigen Kollegen, die im Ausland gearbeitet haben, und haben gesagt, das ist ein sehr deutsches Ding, weil es ist ja auch ein Shooting oder ein Dreh, das kann man ja immer vergleichen. Es ist eine sehr, sehr deutsche Angewohnheit, den Leuten, die sich damit auskennen, wahnsinnig genau sagen zu müssen, was sie da tun. Also wenn ich ich wollte nie zum Dreh oder zum Shooting, weil ich da immer der dümmste Mann am Platz war. Mhm. Der Texter, was soll denn der? Mhm. Und ich fand das immer, also der Artdirektor oder der Kreativdirektor, der war da immer der zweite Regisseur. Mhm. Und wie du dir als Kreativer ja denken kannst. Also ich glaube, einer der Gründe, warum auch Deutschland eben bei Film eben nicht gerade Weltmeisterschaftsniveau hat, ist auch, dass du da immer mehrere Regisseure hast. Da ist nicht einer, der da so Wes Anderson-mäßig das einfach eiskalt durchzieht und wenn der die Szene immer nach dem 80. Take noch nicht gut findet, dann dreht er den 81. Einfach nur, weil er es so will. Einmal das, oder du hast Leute im Studio, die von Tuten und Blasen keine Ahnung haben und an ihren Chef berichten müssen. Und die sind unsicher und sagen dann, das machen wir nochmal, machen wir jetzt nochmal nach links. Nochmal. Wir haben das später Erschleichen von Motiven genannt. Wenn wir also 100 Varianten gemacht haben, einfach weil wir wussten, dass der Typ, den die Agentur geschickt hat, dass der eigentlich gar nicht weisungsbefugt ist. Ja, klar. Und deswegen nach oben. Und das waren auch immer die schlecht gelauntesten Typen im Studio. Und wenn dann der erlösende Anruf von der Agentur kam, super, dann hat er gesagt, also Leute, ihr habt das so toll gemacht, hier, High Five. Schrecklich. Da hat man vorher schon lange gelernt und dann... Ja, genau. Ja, verrückt, aber wie müsste man es immer nur so als Agentur oder als, wie hätte man es richtig machen müssen? Nur mal so als Schulungsmaßnahme an Agenturen, wie sie... Kreative halten. Also du solltest natürlich unbedingt die Foodstylisten und die Fotografen nicht einfach nur briefen, sondern deren Knowledge natürlich auch abziehen. Ja. Und das kannst du auch im Vorfeld machen und dann vor deinem Kunden glänzen mit diesen Sachen. Also ich war oft auch sehr überrascht, wie wenig die Menschen aus den Agenturen in den Fotostudios überhaupt über Essen wussten. Mhm. So. Und da ist es schon toll. Ich meine, ich mache Kochbücher. Ich bin Kochbuchautor. Ich habe in den letzten 10 Jahren 12 Kochbücher gemacht.
da arbeiten wir im Team und das macht auch den Erfolg aus. Also du kannst dir da echt was Tolles erarbeiten. Und ich weiß, dass die Werber tolle Ideen haben, tolle Slogans und so, aber man kann trotzdem auch beim Food noch Schrauben drehen, ja, von denen haben die keine Ahnung, müssen sie auch nicht. Ist gar nicht ihr Job. Aber so dieses von oben herab, das war also wirklich schrecklich und irgendwann dachte ich auch, ne, habe ich auch keine Lust mehr zu. Ja, ne? Es gibt ja diesen Satz, das Wissen eines Werbers ist weit wie der Ozean und tief wie eine Pfütze. Wenn man sehr schön. Wenn man einfach so 80 Millionen Branchen bearbeitet, ja, und selbstverständlich hast du immer nur das ganz oberste Zuckerschicht. Ja. Und alles, was dahinter liegt, die vielleicht nicht so süß ist, merkt man nicht. Und es geht aber nicht nur allein um, also ich möchte das nicht nur, die Agenturen sind da irgendwie blöd gewesen, sondern ganz oft ist es auch, und ich denke, das kennst du auch die Angst vor des Kunden. Also, dass der eben auch auf jeden Fall alles so haben will, wie wir machen das mit den Fähnchen, ne, wie wir es immer gemacht haben. So, und dieses Gemisch aus Angst und Doofheit hat viele schöne Dinge eigentlich verhindert. Ja, aber meine Erfahrung ist auch, dass es immer eine Charakterfrage ist. Und zwar, ich glaube, in jeder Branche. Also du kannst jeden Job ja gut und schlecht machen. Also du kannst ja fast jedes Handwerk ja auf das Level der Kunst heben, wenn es richtig hier, du hast ja ein Buch drüber geschrieben, ne? Koch, Art. Ja. Und da ist es, du kannst auch immer auch Werber sind nicht alle gleich. Nee, was faszinierend ist, es fallen immer die Idioten auf. Was wirklich die Werbung schafft, wie selten eine Branche, dass wirklich ausnahmslos die Vollidioten auffallen. Ja. Also selbst witzigerweise bei den Kochen, ich habe jetzt hier bei Netflix hier Tim Raue gesehen, den könnte man ja schon sehr unsympathisch finden erstmal. Und selbst den findet man eigentlich bei längerem Hinsehen auch irgendwie geil. Ja. Zu Recht übrigens. Klar. Also jemand, der sowas leistet, kann nur irgendwie gut sein. Ja. Aber ich fand das ganz, ganz faszinierend, wie man, es ist da auch. Naja, wie war es denn danach? Also weg mit den Agenturen, aber dann bricht ja auch erstmal viel Geld weg, oder? Ja, und das war sowieso, also diese erste Selbstständigkeit in den Foodstyling-Bereich, die war natürlich toll, die hat wahnsinnig gut funktioniert, die war gülden. Ich habe einen kleinen Fehler am Anfang gemacht, vielleicht auch so einen Anfängerfehler. Ich habe nicht geschnallt, dass das ganze Geld, was da in 2 Jahren reinkam, nicht meins ist. Und nach 2 Jahren kam dann erstmals die Steuer. Hatte ich lang mit zu tun. Okay. Ist so ein super Anfängerfehler, das wurde mir auch gesagt. Ich weiß nicht, ich bin voll reingetreten und hatte ja dann auch noch den Kredit. Und es waren gute Jahre. Wichtig ist aber eigentlich der Punkt, warum ich aufgehört hatte, bei Gruner zu arbeiten. Nämlich, weil man mich nicht hat schreiben lassen. Und weil ich glaubte, ich hätte da ein Talent und ich könne schreiben. Und was habe ich dann 10 Jahre lang gemacht? Foodstyling in Studios. Mhm. Und das, was eigentlich die Motivation war, rauszugehen, habe ich dann so ein bisschen vergessen, aufgrund der ganzen Kiste, hol mal Geld rein, hol mal Geld rein, hol mal Geld rein. Mhm. Dann habe ich angefangen zu slammen. Das war richtig gut. Poetry Slam. Ich bin auch in der Hamburg Poetry Slam Hall of Fame. Hör auf, echt? Ja. Ich hab jeden Dienstag. Kann man das noch hören? Ich weiß es nicht, auf der Seite sicher. Also ich habe jeden Dienstag, den es der Herrgott werden ließ, da im Molotow, jeder erste Dienstag im Monat im Molotow gestanden. Immer im Anzug, ich war der Mann im Anzug. und habe da meine kleinen Texte vorgelesen und mich ausprobiert vor Publikum. Ich bin dann damals auch bei den höflichen Paparazzi gewesen. Es war ein Forum von, wie man heute weiß, sehr vielen intellektuellen, geilen Leuten, die aus denen allen was Tolles geworden ist. Und das ich kenne ihn nicht, erklär die mal. Höfliche Paparazzi war toll. Christian Ankowitsch hat das gegründet, zusammen mit Tex Rubinowitz. Die beiden hatten diese Idee und die höflichen Paparazzi haben sich ursprünglich, das war einer Zeit, liebe Kinder, da gab es noch keine Blogs. Also da war Forum eigentlich die coolste Sache, die du machen konntest, um dich auszudrücken und auszutauschen. Und bei den höflichen Paparazzi konntest du Texte online stellen zu verschiedenen Themen. Grundsätzlich war es erfunden worden, um Zufallsbekanntschaften mit Prominenten möglichst lustig nachzuerzählen. Darum hieß es auch höfliche Paparazzi. Die Idee ist ja im Knast. Es gibt auch ein Buch mit diesen prominenten Begegnungen, ist bei Eichborn erschienen.
wir höflichen Paparazzi heißt das, müsste es antiquarisch noch geben. Ja. Und dieses Forum war ein toller Pool. Sascha Lobo kommt daher zum Beispiel. Das waren schon gute Leute. Katrin Passig, oh. Die ganzen Intelligenzagentur-Leute saßen da rum. Das war eine spannende Zeit. Und wir waren alle noch so super jung und wir waren alle noch komplett unbelastet von irgendwelchen Karrieren. Und das hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich war damals schon da, der Mann für die Kulinarik. Das war sehr befremdlich für die Leute da, aber sie haben mich gewähren lassen. Und, also der Mann im Anzug, der über Essen redet. Der Mann im Anzug, der über Essen redet. Das waren so diese Zwischenjahre. Was hast du da so erzählt? Genau. Also erinnerst du dich an irgendeinen kleinen Brot? Oder? Ja, also viele der Geschichten aus den höflichen Paparazzi finden sich in meinem ersten Erzählband wieder. Dann natürlich noch mal überarbeitet, aber ich bekochte Wolfram Siebeck ist zum Beispiel ist so ein Text, der in diesem Forum entstanden ist. Den hast du mal gepostet auf dem Blog, oder? Ja, zu seinem Tod habe ich den dann veröffentlicht. Der war großartig. Ja, und den findet, also wie gesagt, es gibt sehr viele Texte aus dieser Zeit, finden sich eigentlich in Monsieur der Hummer und ich, meinem ersten Erzählband. Und das ist jetzt eigentlich ein schöner Bogen, weil dieser Erzählband, der ist 2009 bei Mayrisch erschienen, ja. Da war ich 9 Jahre selbstständig und hatte für niemanden auch nur eine Zeile geschrieben, weil es hatte keiner auf mich gewartet. Dieses Buch war der absolute Türöffner. Da drehte sich ein Schlüssel um zu den nächsten 10 Jahren und all dem, was ich seitdem gemacht habe. 2009 riefen die Redaktionen zum ersten Mal bei mir an und sagten, kannst du über Essen schreiben, so wie in deinem Buch, aber für uns? Und so ging im Grunde dann meine dritte Karriere los, nämlich die des Food-Journalisten. Und ich konnte mir damit sehr viel Zeit lassen, ich konnte da wachsen, weil ich ja immer noch, wenn es knapp wurde, konnte ich immer noch Food-Styling machen. Aber jetzt war ich plötzlich im Schreiben drin. Meine ersten Kunden waren Lufthansa Exclusive, Penthouse. Mein erster Text ist im Penthouse erschienen. Ja, das ist tatsächlich. Ja, das erzählen. Das ist genau, genau. Gibt es die überhaupt noch? Nee, diese Lizenz wird, glaube ich, immer wieder gekauft und verkauft. Keine Ahnung. Ja, so fing das bei mir an. Und das baute sich mit den Jahren so ein bisschen aus. Und gleichzeitig passierten auch noch die Dinge, dass ich in die Effilé-Redaktion gekommen bin, Effilé-Magazin. Deutschlands intelligentestes Food-Magazin oh. ist ja der Untertitel. Echt? Und da arbeite ich als Freelance-Journalist und Rezeptentwickler seit der zweiten Ausgabe mit. Das sagen Sie schon immer, ne? In die erste Ausgabe habe ich auf meinem Blog eine Blattkritik geschrieben, woraufhin Vijay Sabre, der Herausgeber, gesagt hat, der Typ findet all die Sachen doof, die ich selber auch doof finde an der ersten Ausgabe. Den muss ich mal kennenlernen. Kein Scheiß. Und dann bin ich da vorbeigegangen und dann habe ich... Schon wieder so ein guter Chef. Ja, man muss Glück haben mit den Leuten, denen man begegnet. Ja. Ja, was hast du da geschrieben? Also diese schnelle Tellerrubrik fand ich unglaublich unappetitlich fotografiert und umgesetzt. Also, und ich fand... Ja, ich weiß nicht mehr genau. Es waren 2, 3 Punkte. Nach diesem Gespräch hatte ich die schnelle Teller-Rubrik. Jetzt gerade nächste Woche erscheint die 200 schönsten schnellen Teller aus 10 Jahren. Und so lang währt unsere Zusammenarbeit. Und ich hatte zu diesem Gespräch eine Idee dabei. Und das ist sowieso was, was vielleicht auch wichtig ist, wann immer man sich irgendwo vorstellt, man komme möglichst nicht mit leeren Händen. Und ich hatte diese Idee zu dieser Deutschstunde. Ich wollte deutsche Gerichte ihre Geschichte erzählen und die Gerichte einmal nachkochen. Das ist eine Rubrik geworden, die ist auch, die brennt in der Effilé seit 10 Jahren. Und irgendwie dachten wir nach 5 Jahren, so viel deutsche Gerichte gibt es überhaupt nicht. Aber wir sind immer noch super im Rennen. Uns fällt immer wieder was Neues ein, was noch nicht erzählt ist. Ja, ich wollte gerade sagen, du kannst ja auch neue Sachen dir ausdenken. Das ist ja dein Job eigentlich. Nee, da bin ich der Traditionalist. Ich gehe den Sachen auf den Grund und ich schreibe dann aber auch, wo es vielleicht heute ein bisschen besser geht. So, ja. Ah. Genau, und das war also die Zusammenarbeit mit der Effilé. Und dann resultierten daraus auch das erste Kochbuch. Es gab nämlich schon mal ein schnelle Teller-Kochbuch. Und von dir, oder? Ja, auch von mir. Genau, das waren so die ersten 70 Teller irgendwie. Und dann haben wir ja noch
Wie viele Kochbücher hast du eigentlich gemacht. Jetzt geschrieben? Weißt du es noch? Zurzeit sind es 12 eigene und 3 Fremdarbeiten, also 3 Auftragsarbeiten, aber 12 eigene Kochbücher, ja. Ist das dann eigentlich Ghostwriter-mäßig? Nicht wirklich. Also wenn du hinten reinguckst in die Bücher, ich kann das ja ruhig sagen, ich habe für Tim Mälzer Heimat geschrieben und ich habe für Tim Mälzer Greenbox geschrieben. Und ich habe für die Dudus in Berlin, das ist eine vietnamesische Familie, die haben 2 Restaurants, die machen so einen super geilen Style, Vietnam, Japan, Peru. Und all diese Strömungen haben sie übrigens in der Familie, das ist nichts Kreiertes. Und denen habe ich das Dudu-Kochbuch geschrieben, auch eine schöne Arbeit. Da war ich eine Woche mit denen unterwegs in Berlin und bin eingetaucht in deren Leben und habe deren Familiengeschichte erzählt. Das sind wirkliche wunderschöne Jobs. Ja, meine eigenen Bücher, 12 Stück. Und ich bin stolz auf jedes meiner Kinder, das da im Regal steht. Aber du hast auch echt oft den Verlag gewechselt, ne? Also nee, relativ, oder? Ich halte Verlagstreue für ein hohes Gut. In der Literatur habe ich den Verlag nie gewechselt. Also ich habe alle, meine beiden Erzählbände und der Roman sind bei Mayrisch erschienen. Auch die Philosophie des Kochens, die ich als Herausgeber betreut habe, die ist auch bei Mayrisch erschienen. Ich habe 2 Kochbuchverlage. Ah. Und zwar den Christian Brandstätter Verlag, mit dem ich überwiegend und hauptsächlich arbeite, und den Höcker Verlag, mit dem ich 2 auch extrem erfolgreiche Bücher gemacht habe. Und am Anfang war das nicht sehr glücklich, weil der Niki Brandstätter war nicht begeistert, als ich plötzlich bei Höcker ein Buch veröffentlichte, weil er mich schon gern als Hausautor gehabt und gesehen hätte. Und dann habe ich das aber gemacht und später herausgefunden, so doof ist das gar nicht. Das glaube ich nämlich auch. Der, bei dem ich gerade kein Buch mache, wird immer nervös. Und das ist eigentlich eine gute Position. Hält die Liebe frisch. Das hält die Liebe frisch und jung. Da wird auch nach 10 Jahren noch gebuhlt bei jedem Buch. Das ist wirklich schön. Ah ja, super. Und merkst du da einen Unterschied auch? Also wie, was ist ein guter, also du bist ja vom, ich könnte mir vorstellen, jetzt so ein Kochbuchverlag oder das Lektorat geht da völlig anders ran als an ein Belletristikwerk. Also wie unterscheidet sich da die Arbeit? Also eine Kochbuchlektorin muss wirklich eine Menge drauf haben. Die muss ein Verständnis haben für Rezepte, die muss sehr akribisch arbeiten, die guckt immer, stimmen da oben die Zutaten in der Reihenfolge, wie sie im Text erscheinen, ist das alles verständlich? Vor allen Dingen aber lasse ich natürlich auch bei meinen Kochbüchern, dafür bin ich bekannt geworden, das Schreiben nicht. Das heißt, bei mir gibt es immer super viel zu lesen. Weil ich sehr schnell festgestellt habe, Leute kochen, das gibt auch eine Untersuchung, im Schnitt aus einem Kochbuch 3 Rezepte nach. Ja. Das heißt, wenn ich heute sage, ein modernes Kochbuch, und ich habe damit sehr früh angefangen, muss ein Buch sein, das in der Küche und auf der Couch gleichermaßen funktioniert. Darum gibt es bei mir immer super viel zu lesen. Und ich habe das große Glück, dass ich zum Beispiel bei Brandstätters habe ich eine Lektorin, eine Kochbuchlektorin, die aus der Literatur kommt. Das heißt, die findet sich in dieser Welt gut zurecht. Else Rieger, die macht aus meinen guten Büchern bessere Bücher. Ich finde das ja ganz faszinierend. Du hast mich da auch ein bisschen ein Stück weit versaut, weil ich das jetzt bei anderen Kochbüchern total vermisse. Ich habe jetzt zum Beispiel, von Teubner Brot. Also das back halt gern Brot. Und da gibt es so Brote, die heißen dann Waldviertler Jausenleiberl. Weißt du, was ja erstmal ein geiler Name ist. Ja. Und dann denke ich jetzt, da würdest du jetzt echt mal gern wissen, warum das so heißt. Ja. Und es steht da aber nicht. Ja. Das macht mich jedes Mal total irre. Und das vermisse ich jetzt, lustigerweise ist mir jetzt auch bei anderen Kochbüchern oder Rezepten so aufgefallen, dass ich jetzt das Bild habe. Ich habe das den Namen, der meistens keinen Sinn macht. Und da fehlt einem die Geschichte. Und es nervt mich total. Und das finde ich, muss ich ehrlich sagen, das fand ich immer so eine Handschrift bei deinen Büchern, dass man immer gerne, also ich weiß, dass ich glaube, welches war das? Ich weiß es nicht mehr. Also eins, ich glaube, auf die Hand sogar, oder? Nee, oder das ja. Märchen. Nee, und da habe ich, das habe ich teilweise so durchgelesen. Also da habe ich gar nicht so richtig viel draus gekocht, um ehrlich zu sein. Aber ich habe es einfach halt gelesen. Ja. So, da dachte ich mir, okay, das ist tatsächlich, deswegen finde ich das einen guten Punkt mit in der Küche oder im Wohnzimmer.
Und ich habe auch von Anfang an versucht, mit jedem Kochbuch Welten aufzumachen. Ja. Also zum Beispiel mein Open Air. Das ist, eigentlich ist das ein Campingkochbuch, aber was wir daraus gemacht haben, ist, wir sind mit dem Bulli. Ey, auf die Idee bin ich ja wahnsinnig stolz, ne? Das ist ja, das muss ich jetzt mal erklären. Das nennt der Mann Arbeit jetzt, ne? Jetzt ja, genau. Erklär mal. Ne? Ja, wir nennen es Arbeit. Genau. Da sind wir im Bulli von Roskilde am Anfang des Sommers 3 Monate lang durch Europa gefahren und haben 6 Festivals in 5 Ländern besucht und sind dann unten in Kroatien beim Festival rausgekommen und wir haben dieses ganze Kochbuch on the road gemacht. Mit den Erzählungen, mit den Bildern. Wir haben für die Leute gekocht, haben zum Teil mit auftretenden Künstlern gekocht. Wir haben zu den 2 deutschen Festivals, die wir drin hatten, Summer Jam. Mit den Künstlern gekocht, das ist ja mega. Aber ja. Wie geht das? Als wir das Buch gemacht haben, haben wir vorher, das hat vor allen Dingen Daniela Haug gemacht, die Producerin, die hat vorher natürlich mit den ganzen Festivals gesprochen und wir waren immer auch Backstage. Da geht das natürlich gut. Hawk, und wir hatten 2. Jeder braucht so jemanden. Ja, wir hatten 2 deutsche Festivals, weil bei den beiden Festivals wusste ich, wo der Wasserhahn ist, wie alles funktioniert. Das sind meine Home-Festivals und das war Summer Jam in Köln und Melt. Gehst du aber auch super professionell an die Sachen ran dann, ne? Ja. Ja, das muss sein. Und bei Melt und Summer Jam, da war es halt so toll, wir konnten jeweils unseren Freundeskreis zu diesen Festivals delegieren und hatten so ohne Probleme auch Leute für die großen Aufbauten. Wir haben ja Grillpartys fotografiert ohne Ende. Ja. Und da mussten wir dann nicht noch mit Model Releases rumspringen, sondern hatten einfach unsere Leute dabei. Ja, krass. Also ich muss dazu, ich bin drauf gekommen auf dieses Buch, weil ich bin zufälligerweise der Nachbar von dir, ja. Ja. Also nur so für den geneigten Hörer. Und ich erinnere mich gar nicht, ob wir das verraten dürfen. Oh, ich weiß nicht, weil beim Stichwort Brot neulich hast du Teig. Sauerteigansatz verschenkt an die Hausgemeinschaft. Das fand ich ganz bezaubernd. Ja, das ist, glaube ich, so eine Sache, da merkt man, jetzt ist man alt. Ich finde nicht. Jetzt ich glaube, wenn man Sauerteig verschenkt, ist das, da hat man so Rock'n'Roll offiziell in den Nagel gehängt. Wenn man ich wüsste Nee. Dann geht's erst richtig los. Neue, andere Ebene. Ich fand's aber auch ganz geil. Nee, was lustig ist, das kommt man immer mit Leuten über Brot in Geschmack. Nee, was ich sagen wollte, ich bin darauf gekommen, also ich hab dich erwischt, als du das angefangen hast zu produzieren, als, ich glaube, der gesamte Flur vollstand mit Weber-Produkten. Ich bin ja nicht bei den Öffentlich-Rechtlichen, deswegen gleich Namen. Ja. Und also wirklich die abgefahrensten Grill-Equipment-Geschichten, die ich noch nicht mal im Baumarkt oder wo das sonst so rumsteht gesehen habe. Und jetzt, was ist mit dir los? Also im Lotto gewonnen oder was ist passiert? Ja. Wie macht man sowas? Man macht halt ein Kochbuch und es gibt Kochbücher, die funktionieren ohne Sponsoring. Zum Beispiel Auf die Hand war ohne Sponsoring. Das Märchenkochbuch sowieso. Und es gibt Kochbücher, bei denen brauchst du Unterstützung. Und Open Air war garantiert so eins. Also erstens mal wollten wir mit sauberem, gutem Geschirr arbeiten. Unser Star war tatsächlich ein portabler Grill, den wir dann auch sehr gerne in Szene gesetzt haben, weil das einfach ein Produkt ist, was Hammer ist. Und das hat eben diese Reise auch super mitgemacht und überstanden. Wir hatten von Coleman einen Tisch, den man verschieden falten und stellen kann, als langen Tisch für viele, als Kochbank im Dreieck. Sensationelle Sachen, die haben wir uns natürlich sponsern lassen. Und wir hatten einen Hauptsponsor und das war Pabstar. Und Pabstar war nämlich der einzige Anbieter in Deutschland, damals, als wir das Buch gemacht haben, zumindest, der recycelfähiges Grillgeschirr im Angebot hatte. Ach, Tatsache. Ja, weil die sind für mich so als... Ja, heute gibt es auch schon viel... Wegwerfmarke bekannt. Genau, aber die haben früh diesen grünen Punkt erkannt. Und die waren auch happy, dann uns zu treffen, weil das ist ein altes Familienunternehmen und gediegener gesetzter Mittelstand. Die haben sich natürlich gefreut, in so ein tolles Road-Thema reinzukommen. Und so hatten wir da alle was von, ne? Das ist ja, ich erinnere mich noch, du hattest so einen tollen Satz. Also ich habe dich dann gefragt, da warst du gerade mit deinem Team da und packtest da die Grills ein. Und der Satz beim Rausgehen war, wir möchten dem Thema Festival ein wenig die kulinarische Würde zurückgeben. Ja, genau, das ist tatsächlich mein Ansatz gewesen. Ich weiß nicht, wie das gelungen ist. Das war einen genialen Satz. Ja. Ja, also das ist der Sinn des Buches, einfach aufzuzeigen,
dass du auf dem Campingplatz, auch auf dem Schiff, egal wo, du bist, es gibt keine Entschuldigung für kulinarische Verlotterung. Und ich finde schon gar nicht, wenn man die schönste Zeit seines Lebens verbringt, nämlich seine Freizeit mit Freunden oder der Familie, ausgerechnet dann irgendwie das Level zu senken. Ich sehe das nicht ein und hoffe, ich habe mit dem Buch bewiesen, wie es eigentlich echt super easy geht. Ja, also meine Festivalerinnerung, was Kochen am Festival angeht, ist, dass irgendwann mal das Sicherheitsteam kam zu unserem Grill. Also Kumpel hat gegrillt mit einer ungefähr 1 Meter hohen Benzinflamme. Und dann so, hey, ihr macht jetzt sofort das Feuer hier aus. Die so, und wir gucken uns so irritiert um, wieso, da liegen noch unsere Würstchen drauf. Und dann guckten die so mitleidig und so, oh Gott, ihr esst das noch? Das war so meine... Mein absoluter Tiefpunkt habe ich erlebt beim Summer Jam in Köln. Da waren so 6 Jungs am dritten Tag, die hatten nichts mehr. Die haben Ravioli-Dosen und mit Brennpaste eingestrichen. Nein! Und dann auf dem Grill angezündet. Das ist groß. Heavy Metal. Dann explodiert das nicht? Nee, war ja offen. Achso, die war. Das ist gut. Ja, aber wie, sag mal, das Thema Schreiben, hast du dir das, kam das von selber oder hast du das irgendwie auch dir irgendwo ange, das kam so einfach, ich glaube, dass keine Ausbildung gab es dazu. Nee, da gab es keine Ausbildung. Ich glaube, dass ich ein Talent dazu immer schon hatte. Ich war auf Lesereise neulich und in meiner Heimatstadt und dann tauchte plötzlich meine Deutschlehrerin aus der 7. Klasse auf und drückte mir mein Aufsatzheft in die Hand von damals. Und ich sage, wo haben Sie das denn her? Und dann sagte sie, das habe ich aufgehoben, weil ich immer wusste, dass ich irgendwann Ihnen das mal auf einer Lesung überreichen kann. Das fand ich bezaubernd. Boah, das ist groß. Aber es war ein weiter Weg, muss ich ehrlich sagen. Ich konnte zwar ein bisschen schreiben, sicher, und habe ein Talent zum Erzählen gehabt, aber Schreiben ist wie jede andere Disziplin. Du brauchst Unmenge an Fleiß, Übung, Reinstecken und Technik. Ich habe Tonnen geschrieben in meinem Leben. Mhm. Ich habe das ganze Internet vollgeschrieben. Erst bei den höflichen Paparazzi, später im Blog, meinem ersten Blog, dem Herrn Paulsen, sein Kiosk bei Antwil noch. Und ich schreibe heute, ich schreibe jeden Tag Seiten. Also ich höre überhaupt nicht mehr auf. Dann wirst du besser. Und dann hast du natürlich auch immer Leute wie so ein Lektorat, das dir hilft. Und mit der Zeit wirst du sattelfester, aber es ist ganz lustig, ich habe bis heute Minderwertigkeitskomplexe, dass ich habe ein Thema, ich kann schreiben, aber ich habe nie irgendeine Ausbildung in die Richtung genossen und darum habe ich keinen Text an keine Zeitung, an kein Magazin verlässt mein Haus, ohne dass meine eigene Lektorin, die ich frei beschäftige, das gelesen und korrigiert hat. Ach echt? Ja, also ich habe eine eigene Lektorin, die macht in ihrem, die ist frei, die macht auch 1000 andere Sachen, die ist auch Übersetzerin, die hat die Bowie-Biografie übersetzt, die jetzt gerade rausgekommen ist. Krass. Ja, Friederike Moldenhauer heißt sie und kein Text geht in eine Redaktion, ohne dass er durch ihre Mangel gegangen ist. Das ist natürlich sehr schön für die Redaktion, weil die Dinger sind dann da sitzt jedes Komma, da ist nichts mehr dran zu wollen. So, und das kostet Geld, aber das ist etwas, was ich mir und meinen Kunden einfach gönne. Auf die Idee bin ich noch nie gekommen. Das finde ich auch sehr gut. So, ich habe noch mal eine Frage zu dieser Kochausbildungsgeschichte. Ich erinnere mich da an eine Anekdote, die würde ich gerne noch mal hören. Und zwar, das war die, dass der deutsche Jamie Oliver gesucht wurde von einem Fernsehsender. Ja, das ist richtig. Erzähl die doch mal. Ja, das legt sowieso den Grundstein für sehr viele Dinge. Das war, glaube ich, 2006. Da suchte MME, hieß die Produktionsgesellschaft damals, die suchten händeringend den deutschen Jamie Oliver, weil Jamie rockte gerade total. Und sie haben gesagt, sowas müssen wir doch auch für Deutschland installieren. Da gab es ein Casting, das ging sehr lange. Und am Ende dieses Castings waren 2 junge Männer übrig. Und das war Tim Melzer und das war ich. Wir beide waren übrig. Und unsere Bänder sind dann in alle Rundfunkanstalten, in alle TV-Sender geschickt worden. Und der MME sagte damals, Stefan, das wird groß. Wir machen dich...
zum Günther Jauch Disco. Hat sie damals auch schon immer einen Anzug an? Ja, ich war also zumindest damals auch schon. Also wenn man Tim und mich auch heute nebeneinander stellt, fällt da schon auf, dass das einfach ein anderer Spirit ist. Und die dachten eigentlich, die Sender entscheiden sich für mich. Alle Sender haben sich ausnahmslos für Tim Mälzer interessiert. Und so wurde ich dann eben auch ein paar Jahre später auch so ein bisschen der Mann hinter Tim Mälzer und habe eben zwei Bücher mit ihm produziert und für ihn gemacht, für ihn geschrieben. Und das ist eine sehr schöne Zusammenarbeit. Wir sind uns zugeneigt bis heute. Wir haben dann irgendwann aufgehört, miteinander zu arbeiten, weil ich einfach mit meinen Kochbüchern so stark auf den Markt gegangen bin, dass wir auf diesem Sektor Konkurrenz wurden und uns dann gemeinsam entschlossen haben, diese Zusammenarbeit dann nicht fortzusetzen. Wir sind einander aber heute noch freundschaftlich verbunden. Und ich hatte dann, und das findet man heute auch noch manchmal, wenn man besonders tief grabt, ich hatte eine Sendung auf RTL im Mittagsmagazin. 3 Minuten immer mittwochs im Wechsel mit Tom Stromberg. Herr Stromberg also für den Süden und ich dann alle 2 Wochen mittwochs für den Norden. Das war Vorkochfernsehen der übelsten Sorte. Also es war wirklich so mit einer Kamera gedreht. Also es war wirklich traurig. So nonstop in den Topf. Und ich war ein zittriges Nervenbündel, war damals überhaupt der Aufgabe nicht gewachsen. Großartig, kann man sich noch angucken. Und am Ende dieser Sendung musste ich immer den Satz sagen, kochen Sie es gut. da kotzt das Texterherz. Kam der vom Produzenten? Oder ja, genau. Kochen Sie es gut. Man muss sich immer sagen, so, die Rezepte finden Sie wie immer auf rtl.de. Kochen Sie es gut. Das ist ja absolut fürchterlich. Ja, das ist absolut fürchterlich, das stimmt. Und ich wurde trainiert, weil der Witz war, damals konnte ich, heute kann ich das alles, damals konnte ich das nicht. Ich konnte nicht kochen und reden. Also ich konnte entweder sehr schön kochen oder sehr schön den Leuten was erzählen. Ich habe dich mal beim Grillen erlebt, das ist wirklich so. Das ist auch heute noch ein bisschen so. Genau. Und damals konnte ich das also überhaupt nicht. Und da habe ich ein Training bekommen, und zwar hatte ich das gleiche Training wie den gleichen Trainer, den auch... Verona Poth heißt sie heute, ne? Damals noch Feldbusch. Ja. Das war ihr Trainer. Und der kam rein und hat gesagt, ich habe die Feldbusch hingekriegt, ich schaffe auch dich. Das ist auch die Sixtinische Kapelle des Personenaufbaus. Sensation. Geil, kochen Sie es gut. Ich muss gerade an Bäckerei Junge denken. Die haben ja auch die hatten mal so eine Phase, so eine ganz schlimme, die machen sie Gott sei Dank nicht mehr. Hast du gemerkt, dass wirklich jeder Mitarbeiter so ein auswendig gelerntes Sprüchebuch hat irgendwie. Oh, schlimm. Die haben dann immer zur Verabschiedung guten Genuss gesagt. Ja. Oder möchten Sie es? Und ich habe dann irgendwie, kam dann rein und ich hätte gern 2 Mettbrötchen. So, möchten Sie Ihr Mettbrötchen gleich hier genießen? Ja. Jetzt ist aber, willst du mich verarschen? Was ist los mit dir? Also, so redet doch kein Mensch. Also, das war aber auch so eine lustige Phase. Ja, dann haben sie dir das Brot in die Hand gedrückt und gesagt, bis morgen dann. Ja, also ich weiß auch nicht, warum, aber... Aber ich habe in dieser RTL-Kochen-Sie-es-gut-Zeit habe ich mal meinen Bruder besucht, der damals in Freiburg studiert hat, der in einer studentischen WG lebte. Und ich klingel an der Tür, ein junges Mädchen macht auf, guckt mich so 10 Sekunden lang an, dreht sich dann rum und ruft in den Flur, Leute, ihr glaubt's nicht, da draußen steht der Kochen-Sie-es-gut. Oh Gott. Da wird man berühmt dann. Ne? Ja, vor allen Dingen Studenten können halt auch irgendwie mittwochs um 12 scheinbar Fernsehen gucken. Überraschend. War nicht. Naja, aber das ist ja, ich meine, jetzt bisher, also so als Außenstehender kann man dir ja kaum, oder wirklich, das macht einen ja depressiv, dir auf Facebook zu folgen. Weil das ist ja wirklich nur so, oh, jetzt bin ich hier da eingeladen. Und ich meine, dein Job besteht darin, hervorragende Restaurants zu testen. Und ich hätte, was mich nochmal immer interessierte, du wirst dann eingeladen und schreibst was? Oder wie also passiert das? Da muss ich jetzt mal widersprechen. Mein Job besteht nicht darin, in Restaurants eingeladen zu werden oder Restaurants zu testen. Das Restaurant-Testen ist ein Teil meiner Arbeit. Ich bin Restauranttester für die Süddeutsche Zeitung. Wir sind eine Gruppe von 6 Leuten. Das heißt, ich bin alle 6 Wochen dran. Ich mache hauptsächlich Norddeutschland. Erlaube mir aber auch auf Reisen überall aufzuschlagen. Mhm. Diese Tests sind immer anonym.
Diese Tests sind immer, ich bezahle die volle Rechnung, ich gebe sehr gutes Trinkgeld und gehe dann nach Hause und die Leute wissen bis zur Veröffentlichung nicht, dass ich überhaupt da war. Also das ist ganz streng reglementiert. Mhm. Und nun bin ich natürlich mittlerweile ein bisschen, mein Gesicht ein bisschen bekannter geworden. Wir schaffen es dennoch immer wieder auch, ich gehe immer mit Katrin, meiner Frau, und wir sehen aus wie ein verliebtes Pärchen am Jahrestag. Das ist unsere große Nummer. Und dann denken wir alle, ja, das ist ja Paul, aber der ist ja hier, das ist ja heute, das ist ja nett heute. Ich arbeite auch seit Jahren mit den gleichen Teams, fällt mir gerade auf. Ich habe mir darüber nur noch nie Gedanken gemacht. Das ist dann auch ein ganz schön frauenstarkes Team dann um dich, ne? Ja, interessanterweise, ich komme ja jetzt auch in das Alter, wo ich öfters gerade auf Podien kollektiv als alter weißer Mann mitbeschimpft werde. Ich ertrage das tapfer, ich verstehe die Intention. Tatsächlich ist es so, dass ich in einem wirklichen Matriarchat arbeite. Also es ist wirklich, ich bin umgeben von Frauen. Ich habe mal aus einem Anlass, nämlich die Philosophie des Kochens im Mayrisch Verlag erschienen, da war auch dem neuen Feminismus zu wenig Frauen im Buch. Und da bin ich dann auch mal durchgegangen und habe festgestellt, dass ich eigentlich nur mit Frauen arbeite in meinem Beruf. Also auch selbst als Journalist, die Kochbücher, die ich bespreche, sind meistens von Frauen gemacht. In den Verlagen sind nur Frauen. Die Stylistinnen, die meine Bücher schöner machen, sind Frauen. Der einzige Mann in meiner näheren Umgebung ist mein Lieblingsfotograf, mit dem ich sehr viel mache, Andrea Tode. Und Andrea heißt auch noch Andrea mit Vornamen. Ist aber ein Mann, hat italienische Wurzeln, daher kommt das. Und tatsächlich sind wir da aber auch oft allein auf weiter Flur, ja. Ja, du, hör mal, ich sehe gerade, wir reden schon überraschend lange. Wenn jetzt jemand überlegt, ich träume jetzt davon, Autor zu werden oder Gastro zu machen oder irgendwie selber, ich schleppe einen Traum mit mir rum und mach den oder will den machen, ich mach's aber nie. Also ich schleppe das seit Jahren mit mir rum. Was würdest du demjenigen sagen? Ich bin unheimlich dafür, dass man seine Träume verwirklicht und zwar nicht als Poesiealbumspruch, sondern als Aufforderung an, als Relevanz im Leben. Wir verbringen ja den meisten Teil unseres Lebens mit und bei der Arbeit. Und ich glaube, dass nur erfolgreich ist, wer auch für seine Sache brennt. Du hast ein bisschen Talent, du hast ein bisschen Glück, aber ganz wichtig ist auch Fleiß. Und wenn du Fleiß und Talent verbindest und du dafür brennst, dann kannst du ja alles erreichen. Wir leben ja in einer Gesellschaft, wir haben das große Glück, wir sind gesegnet. Hier kannst du schon eigentlich alles machen und werden, wenn du nur willst und wenn du fleißig bist. Darum würde ich immer dazu raten, das zu machen. Und was ich aus meinem Lebensweg empfehlen kann, ist, ich finde Handwerk nicht schlecht. Es muss nicht jeder studieren und studieren und plötzlich ist man 30 und dann fängt man überhaupt erstmal an, in ein Berufsleben zu gehen. Das ist äußerst strapaziös. Das bringt uns alle nicht weiter. Ein Handwerk zu machen und vom Handwerk ausgehend sich weiterzuentwickeln, das ist eine super Sache. Du hast immer dieses Vertrauen, egal was ist, ich kann ja das eine. Hm. Außerdem hast du es schaffen gelernt nebenbei. Ja. Und dann kannst du rumspinnen. Und es geht für fast alle handwerklichen Berufe. Geht irgendwie noch ein weiteres Türchen auf. Du, das hat mich sehr gefreut. Vielen Dank. Dann, dann machen wir aus. Dann gerne bis. Dankeschön. Bis das war Queraussteiger für heute. Ich bin André Hennen und sage German Wahnsinn vielen Dank. Falls ihr Verbesserungsvorschläge habt, schreibt uns gerne auf Facebook oder Instagram. Bis nächste Woche.